Und ich finde das so faszinierend, dass du das so umsetzt und dass du das mit Leidenschaft machst. Und du hast mir neulich im Gespräch gesagt, dass du, oh ja, ich hatte heute schon 12 Patienten, dass du hast 12 Patienten am Tag immer noch. Und das fand ich sehr wahr. Und ich finde auch gerade, dass wir jetzt so viel Rückenwind bekommen durch die Psychoneuroimmunologie und dass sich immer mehr Menschen zusammentun und auf einmal merken, wow, das sind ja verschiedene Puzzleteile, die man zusammenfügen kann. Er ist extra nach China gefahren, um das zu prüfen. Also das war wunderbar. Und er hat mich eingeladen. Ich durfte immer hospitieren. Das hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, das ist Heilkunst. Da bist du richtig. Die drei Säulen der menschlichen Entwicklung sind Spiritualität, Kunst und Wissenschaft. Habe ich dann vor ihm gestanden und musste ehrlich sein und sagte, ich habe Flugangst. Ich kann nicht in den Flieger steigen. Und da hat er mich freundlich angelächelt, an der Hand genommen. Und seit der Zeit fliege ich durch die ganze Welt. Die Angst ist unbewusst irgendwo im Lauf der Evolution in mir gewachsen. Und ich habe gar keinen mentalen Zugriff dazu. Aber nach dieser ersten Erfahrung, dass diese Angst einfach überhaupt nichts Reales hat, also irrational ist, habe ich mich nie mehr damit bewusst auch auseinandersetzen müssen. Und die Bewusstsein ist die größte Macht im Universum. Aber wie weit Bewusstsein in uns entfaltet ist, das ist sehr individuell. Ein Gott schläft im Stein doch. Er schläft im Stein. Er atmet in der Pflanze. Er träumt im Tier und kann im Menschen erwachen. Und auf diese Weise, wenn du die Lektion deines Leides erkannt hast, dann hört das Leiden auf. Ich versuche wirklich alle Schichten der Persönlichkeit in dem Gespräch wahrzunehmen und der Patient geht dann auch auf, weil er fühlt, weil er merkt, dass du dich engagierst für ihn, dass du für ihn offen bist. Weil vor dem Leben hat er freiwillig eingewillt in diese Inkarnation, weil er gesehen hat, dass die Prüfungen, die er bekommt, die Umstände, die er bekommt, am ehesten sein Seelenwachstum fördern können. Das gilt ja eigentlich für überhaupt auch für seelische Schmerzenszustände. Das gilt ja auch für das ganze Leben. Also, dass wenn die erste Hürde nicht genommen wird und man umgeht sie geschickt, dann kommt eine Hürde, die höher ist. Also du musst im richtigen Augenblick die richtige, angemessene, für diese Situation erfolgreiche Therapieform wählen. Das ist integrative Heilkunst. Wir können auch für unsere Väter, Mütter, Großväter, Großmütter, können wir Probleme lösen, indem wir diese Probleme überwinden. Und das ist etwas Ungeheures. Und das wussten die Alten. Die Dinosaurentherapie ist ein wunderbares Werkzeug, mit dem man selbst chronische und selbst autoaggressive Prozesse noch günstig umwenden kann. Also, das Blut ist für mich der umfangreichste Informationsspeicher unseres Lebens. In unserem Blut werden alle Auseinandersetzungen festgehalten. Antikörper, falsche Antikörper, überschießende Antikörper, autoaggressive Antikörper. Denn in jeder Substanz ist eine zweifache Wirkung, eine Dualität. Und es ist die Frage der Dosis, ob es ein Gift oder ein Heilmittel ist. Ja,
Es ist ja ein schöner Prozess, auch diese Ja, Verhaftung. natürlich. Es ist Der hat ja. eine ganz andere Einstellung dann zu seiner Therapie. Der sieht, was das für ein Aufwand ist und dass wir das wie ein Ritual machen dann. Ja, was sagst du denen denn dann? Dann komme ich und sage ihnen, versuche sie dahin zu bringen, dass sie die Lektion ihres jetzigen kranken Zustandes umkehren in eine bewusste Heilchance. Also Rudolf Steiner hat schon vor 100 Jahren gesagt, das, was die Geisteswissenschaft schon Jahrtausende birgt an Weisheit, wird in diesem Jahrhundert, also meint er jetzt unsere Zeit, von der Naturwissenschaft Stück für Stück bestätigt. Und das ist der Fall. Die Quantenphysik hat ganz große Türen aufgemacht. Wenn du Silber, das Mondmetall einnimmst, dann fördert es die Nacht, den Schlaf, die Ruhe, die Reflexion. Wenn du die Sonne einnimmst, dann öffnen sich spirituelle Räume. Die Steiner hat also die Bedeutung der Metalle in der Therapie sehr wohl gewusst und wollte aber nicht die Transmutationsverfahren der Alchemisten wiederholen, weil die sind ja abgerutscht in schwarzmagische und Gewinnsucht und so weiter. Für mich ist es wesentlich, dass wir verstehen lernen, warum wir Krankheit und Schmerz brauchen, warum wir auch unsere Fehltritte brauchen, um Bewusstseinszuwachs zu erlangen. Nur durch aus unseren Fehlern werden neue Bewusstseinsmöglichkeiten geboren.